So einen Herrscher braucht es ja meist, um ein Land zusammenzuhalten. Aber je prunkvoller die Monumente der Macht und der Hofstaat, desto teurer ist es. Deshalb verlangen schon ägyptische Pharaonen im 3. Jahrhundert vor Christus Frondienste, belegen die Ernten mit Abgaben und erheben Zölle. Zum Glück finanzieren sie auch Straßen und Brücken für die Allgemeinheit. Die Römer machen es erstmal schlauer. Sie bitten die Menschen in den eroberten Provinzen zur Kasse und verlangen Tribute. Dadurch kommt so viel Geld in die Staatskasse, dass die Bürger in Rom nur in Sonderfällen Steuern zahlen müssen. Zum Beispiel, wenn die Kriegskasse leer ist. Das Gemeinwesen finanzieren die Römer überwiegend über Zölle, Wege und Nutzungsgelder. Nur, da wird betrogen und gelogen, wo es nur geht. Deswegen nimmt sich Kaiser Augustus ab 31 vor Christus der Sache an. Er führt die Kopfsteuer ein. Jeder zahlt die gleiche Pauschale. Außerdem verlangt er eine Grundsteuer und eine Erbverkehrssteuer. Daraus entwickelt sich die römische Umsatzsteuer. Kaiser Vespasian erhofft sich mit einer Steuer auf öffentliche Toiletten den großen Finanzcoup. Das Motto? Pecunia non olet. Geld stinkt nicht. Die Folge? Die Menschen nutzen andere stille Örtchen. Die vielversprechende Geschäftsabgabe wird zum Griff ins Klo. Andere Zeiten, andere Ideen, um an Geld zu kommen. Der Engländer Heinrich I. führt das Schildgeld ein. Damit kauft man sich von der Wehrpflicht frei. Im Mittelalter gewinnt die Kirche an Macht und verlangt von den Gläubigen auf einmal den biblischen Zehnten, also ein Zehntel ihres Einkommens, fürs Seelenheil. Städte dagegen erheben gerne Akzisen. Das sind indirekte Steuern auf alles Mögliche, wie Bier, Wein, Salz oder Lotterien. Mit Steuern wollten Herrscher nicht nur kassieren, sondern auch ihr Volk lenken. Der russische Zar Peter der Große möchte sein Land an westliche Standards heranführen. Also besteuert er das Tragen von unmodernen langen Bärten. Wer sich seinen Rauschebart nicht stutzen lässt, muss blechen. Bis zu 100 Rubel jährlich. Erst nach der Französischen Revolution wird das Steuersystem in ganz Europa weniger willkürlich. Kuriose Abgaben gibt es aber weiterhin. In Preußen müssen ledige Frauen zwischen 20 und 40 im 18. Jahrhundert eine Jungfernsteuer zahlen. In England wird pro Hutverkauf eine Abgabe fällig. Und die Preußen kassieren von Perückenträgern eine Luxusbesitzsteuer von bis zu 3 Talern pro Jahr. Eine revolutionäre Steuerreform gibt es erst in wilhelminischer Zeit. Der preußische Finanzminister Johannes von Mikkel führt eine einheitliche Einkommenssteuer ein. Zusammen mit der Vermögens- und Gewerbesteuer und erfindet die Steuerprogression. Wer mehr verdient, zahlt mehr. Die Steuererklärung wird zur Pflicht. Bis heute sind Steuern die größte Einnahmequelle Deutschlands. 2015 waren es satte 620 Milliarden Euro. Gar keine Steuern gibt es nirgends. Aber es gibt attraktive Steueroasen. In arabischen Ländern wie Bahrain, Oman, Katar und Saudi-Arabien werden keine Einkommenssteuern erhoben. Ein gutes Schlupfloch ist auch Panama. Am heftigsten zur Kasse gebeten werden Großverdiener in Dänemark und Schweden. Dort liegen die Spitzensteuersätze zwischen 55% und 57%. Deutschland liegt mit 45% im oberen Mittelfeld Europas. Gemein? Schon vergessen? Steuer kommt von Unterstützung und die braucht jede Gesellschaft.